Die Mikroorganismen, die mit uns zusammenleben, die bedienen uns sozusagen, geben uns weitere Funktionen zur Hand, die wir selber nicht mehr erfüllen können. Das Mikrobiom besteht aus 100 Billionen Lebewesen und die Gene, die dieses Mikrobiom in sich trägt, das sind ungefähr 100 mal so viele Gene, wie der Mensch in sich trägt. Die meisten Mikroben sitzen im Darm, das sind etwa 2 Kilogramm pures Mikrobenmaterial. Der Darmflora ist dann eigentlich gut, wenn sie divers ist. Ja? Das heißt, sie braucht viele Keime, wie eine bunte Wiese. Das ist nicht nur ein Bakterium, sondern es ist wahrscheinlich ein bestimmter Cocktail von guten, schützenden Substanzen. Das ist ein Grundübel der Zivilisationskrankheiten, dass wir kaum Fermentiertes zu uns nehmen. Wir wissen, dass jegliche Antibiotikagabe unser Mikrobiom verändert. Der Stuhl, mit dem hat sich nie jemand gerne beschäftigt in der Medizin. Am Anfang hat man noch ein bisschen drüber gelächelt, aber man hat dann gesehen, das ist wahnsinnig effektiv. Die Mikroben sind eigentlich grundsätzlich unsere Freunde. Sie haben ja was von dem Zusammenleben mit uns. Wir bieten sehr konstante Umweltbedingungen, schöne 37 Grad Celsius. Es gibt immer genug Futter bei uns und da fühlen sich die Mikroben natürlich wohl. Vor rund 350 Jahren entdeckte der Mensch die Bakterien und damit eine für das bloße Auge unsichtbare Welt. Christine Meusel-Eichinger ist Mikrobiologin in Graz und erforscht das sogenannte Mikrobiom, die Gemeinschaft an Viren, Pilzen und vor allem Bakterien, die jedes Lebewesen besiedelt. Der Zugang zur Welt der Mikroben ist so vielfältig. Es hat ja alles mit Mikroben zu tun. Sie sind überall, es sind so viele. So, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viele das sind. Im Darm sind es allein 2 Kilogramm reines Mikrobenmaterial. Das entspricht unserer Gehirnmasse in etwa. Das zeigt auch wieder, wie wichtig Mikroben eigentlich für uns sind. Mikroben sind die ältesten Organismen der Erde und der Anfang allen Lebens. Jeder Mensch besitzt mehr Bakterien als körpereigene Zellen. Die meisten davon befinden sich im Darm. Das Mikrobiom jedes Menschen ist einzigartig in seiner Zusammensetzung und so individuell wie ein Fingerabdruck. Es gibt ein großes Prinzip der Mikrobiomforscher und das heißt, je diverser, umso besser. Und man weiß inzwischen, dass der westliche Mensch, also auch der Europäer, zählt zum westlichen Menschen dazu, er hat ein sehr reduziertes Mikrobiom bereits. Das heißt, die verschiedenen Mikroorganismen haben in ihrer Vielfalt abgenommen. Wenn man das vergleicht mit eingeborenen Stämmen, zum Beispiel aus Südamerika oder Afrika, die besitzen ein bis zu 10-fach diverseres Mikrobiom und damit auch natürlich eine erhöhte Diversität und eine Funktion im Mikrobiom. Das heißt, die Mikroorganismen können sich leichter anpassen, haben weitere Funktionen, die unter Umständen wir schon verloren haben. Im Mund, auf der Haut, in jedem Bereich des Körpers haben sich spezialisierte Arten angesiedelt. Sie trainieren unser Immunsystem, produzieren Vitamine und Enzyme und sind an der Verdauung beteiligt. Mikroben übermitteln sogar Signale ans Gehirn. Wir wissen, dass der Darm umgeben ist von jeder Menge von Nervenzellen und die natürlich in Verbindung stehen auch mit dem Gehirn. Was man sehr gut beobachten kann, ist, dass Personen, die unter neurologischen Problemen leiden, auch Entgleisungen des Mikrobioms besitzen. Klassische Beispiele sind zum Beispiel Autismuskinder oder auch Depressionspatienten, die wirklich ein verändertes Mikrobiom im Darm aufweisen. Die Rolle des Darmmikrobioms bei Vorgängen im Gehirn beschäftigt die Forschung seit Jahren. Für Schmerzpatienten wie Margareta Dieringer haben die Erkenntnisse große Bedeutung. Seit Jahren leidet sie an starken Kopfschmerzen. Es sind starke Schmerzen, die so über das Genick kommen, vom oberen Rücken, die sich auf den Kopf festsetzen. Schädelmuskulatur, die gehen auf die Augen. Ich kriege Augenschmerzen, sehe schlecht, höre schlechter. Auch Übelkeit, ich kriege eine eiskalte Nase. Diese Schmerzen habe ich schon sehr lange, über 10 Jahre. Ich habe schon vieles versucht. Viele Leute kontaktiert und um Hilfe gebeten, aber letztendlich war alles nur
kurzfristig und hat nicht anhaltend geholfen. Allgemeinmediziner Günther Malek ist Osteopath und TCM-Arzt. In der traditionellen chinesischen Medizin wird der Patient ganzheitlich behandelt. Der Schmerz kann seinen Ursprung an anderer Stelle als der Betroffenen haben. Und der Darm spielt immer eine Hauptrolle. Die chinesische Medizin hat natürlich das Wort Mikrobiom nicht gekannt, aber schon sehr früh erkannt, wie wichtig die Verdauung und das ganze Verdauungssystem für unseren ganzen Zustand ist. Das ist zentral für unser Immunsystem, für unsere Stimmung, für unsere Leistungsfähigkeit. Und das wird in der chinesischen Medizin als die Mitte bezeichnet. Die Mitte ist auch Stabilität, Stabilität von Ereignissen, die auf uns zukommen, dass wir nicht so schnell aus der Mitte kommen. Das sind hier die Reflexzonen des 10. Hirnnervs. Der 10. Hirnnerv verbindet das zentrale Nervensystem mit den Eingeweideorganen, mit dem Darm. Und wir nehmen hier diesen chronischen Reizzustand, versuchen wir auf der Ebene hier auch ein wenig zu senken. Günther Malek erkennt, dass Margareta Dieringers Probleme mit der Verdauung zusammenhängen. Ein Test bestätigt eine Fruktoseunverträglichkeit. Der Verdacht, dass es bei der Frau Dieringer Fruktose-Malabsorptionsstörung ist, hat sich aus der Anamnese ergeben. Also haben Sie Probleme, haben Sie Durchfall, Blähungen, Verstopfung? Fühlen Sie sich sehr müde nach dem Essen? Das ist eine ganz zentrale Frage. Wenn ich ein gutes Verdauungssystem habe, fühle ich mich nicht so müde nach dem Essen. Man muss sich das dann vorstellen, diese nicht verdaute Fructose führt dann zu einem Gärprozess im Darm, in der Substanzen gebildet werden, die den Körper tatsächlich schädigen können und Störungen wie Kopfschmerzen verursachen können. Margareta Dieringer streicht Fructose von ihrem Speiseplan und findet zu schmerzfreier Lebenslust zurück. Keine einfache Umstellung für die leidenschaftliche Tänzerin. Also es war für mich überhaupt nicht einfach, weil ich mag Obst und Gemüse und vor allem roh. Ich liebe es seit meiner Kindheit. Aber dadurch, dass ich diese Nahrungsmittel eben nur reduziert gegessen habe oder gar nicht zu mir genommen habe, habe ich keine Kopfschmerzen mehr bekommen. Ja? Also ich habe, seit ich jetzt in letzter Zeit mit dem Dr. Malek zusammen bin, nur mehr zweimal Kopfschmerzen bekommen. Und das war halt auch, wie ich nicht widerstehen konnte. Eine Stuhlanalyse hat außerdem gezeigt, dass in Margareta Dieringers Darm fast keine Milchsäurebakterien vorhanden sind. Diese sind wichtige, gute Bakterien. Fehlen sie, kommt es zum Ungleichgewicht im Bauch. Naja, was geschieht viel in unserer modernen Ernährung? Ja? Wir essen zwischendurch rasch viel Fertigprodukte. Fertigprodukte sind insofern problematisch, dass sie halt sehr einfache chemische Verbindungen haben und mit Konservierungsmitteln angereichert sind. Zum anderen fehlt uns diese natürliche Keimzufuhr. Ja? Alle Kulturen haben oder hatten Produkte, die diese ganzen Milchsäure, diese guten Keime für den Darm natürlich zuführen. Ja? Das sind so milchsäurevergorene Produkte wie Essiggurken, Sauerkraut, im asiatischen Raum Kimchi oder auch Miso. Milchsauer einlegen hält aus guten Gründen wieder Einzug in die heimischen Trendküchen. Ingrid Palmetshofer hält Kurse ab und erklärt die alte Konservierungstechnik. Beim Einlegen wird der Milchzucker im Gemüse von Bakterien zu Milchsäure vergoren. Der erste Impuls zum Fermentieren war im Rahmen von meiner Shiatsu-Ausbildung. Und mein Shiatsu-Lehrer hat immer irgendwie gesagt, der selber noch in Japan gelernt hat. Das ist ein Grundübel der Zivilisationskrankheiten, dass wir kaum Fermentiertes zu uns nehmen. Und einige Jahre später habe ich mir einfach einmal aus einer grundsätzlichen Neugierde auf den Weg gemacht und geschaut einfach, was kann man denn überhaupt noch Fermentiertes kaufen. Und da war die Erkenntnis einfach, man muss schon sehr weit laufen, um die Salzgurken zu finden in Wien und einfach das unpasteurisierte Sauerkraut und darüber hinaus einfach ist schon nicht mehr viel da. Einfach kneten, bis das einfach ausreichend Saft aus dem Sauerkraut herausgetreten ist. Und eben da sieht man sofort, das ist eher frischeres Kraut, weil es relativ schnell einfach Wasser lässt. Ja. Nur ungekocht roh fermentiertes enthält die natürlichen Probiotika. Diese fördern ein Bakteriengleichgewicht im Darm, das störenden Einflüssen des Alltags Paroli bieten kann.
bin jemand, der in seinem Leben aufgrund von chronischen Entzündungszuständen bis zu meinem 25., 26. Lebensjahr sehr viel und regelmäßig Antibiotika verschrieben bekommen habe. Und seither ist Verdauungsqualität einfach irgendwie ein Problem gewesen, jetzt einfach im Sinne von einer Verdauungsschwäche. Und das merke ich, dass einfach irgendwie ganz deutlich besser geworden ist. Bakterien sind auch essentiell für die Arbeit von Erich Schopf. In seinem Atelier, das eher einem Labor gleicht, züchtet der Wiener Künstler bunte Bakterien. Die Farben sind beim Malen noch unsichtbar. In der Kunst, der Bakteriografie, ist es so, dass eben das, was Sie am Anfang also quasi jetzt nicht sehen, vermehrt sie ungefähr 100 Millionen bis eine Milliarde Mal. Dann ist das Gemälde fertig. Erich Schopf sieht sich als Begründer der Bakteriografie, dem künstlerischen Malen mit Bakterien. Die Mikroorganismen seiner Bilder stammen aus Gewässern, von Pflanzen, Gegenständen und dem Menschen. Auf Nährböden vermehren sie sich und geben erst dann ihre Farbe preis. Nur etwa jede tausendste Probe tut das, denn die wenigsten Bakterien sind farbig. Schopf betrachtet sein wertvolles Ensemble als Künstlerkollegen. Das größte Faszinosum an diesen Organismen ist, dass ich sie wie Menschen praktisch behandeln kann. Und es ist so, dass die Organismen Eigenschaften besitzen, die einfach den menschlichen ähneln. Sie haben Allüren zum Beispiel. Und es ist eben Aufgabe von meiner Wissenschaft, ja, so Regie zu führen, dass der eben seine Allüren nicht ausleben kann. Das hat mich so in den Bann gezogen, ja, diese Eigenschaft, diese Vergleichbarkeit mit den Menschen eben, mit diesen Fähigkeiten, mit den künstlerischen und mit den seelischen Befindnissen, könnte man schon fast mal sagen. Man kann es nicht mit Menschen vergleichen, es geht gar nicht anders. An der Universitätsklinik Graz forscht man schon seit Jahren an Probiotika, lebendigen Bakterien mit gesundheitsfördernder Wirkung. Auf der Frühgeborenenstation helfen diese den Frühchen im Kampf gegen eine gefährliche Darmerkrankung, der nekrotisierenden Enterokolitis. Ein Probiotikum in Pulverform wird hier zu einem Brei gemischt und den Babys verabreicht. Wir verwenden beispielsweise an der Abteilung einen Mix aus einem Probiotikum mit einem Antibiotikum und einem Mykostatikum, also einem Pilzmittel, schon seit vielen Jahren und das sehr erfolgreich. Also wir haben sehr niedrige Raten dieser entzündlichen Darmerkrankung und führen das unter anderem auch auf die Gabe der Probiotika zurück. Schon im Mutterleib kommt das Ungeborene mit Bakterien des Mutterkuchens in Kontakt. Die erste große Keimbesiedlung geschieht jedoch bei der Geburt. Der größte Schritt ist eigentlich wirklich der Weg nach draußen. Im normalen Zustand passiert das Baby ja mit auch offenem Mund, dem Vaginaltrakt der Mutter, und nimmt dabei alle Mikroorganismen auf, die es braucht, um eigentlich die Muttermilch zu verdauen. Studien zeigen, dass die Art der Geburt wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung der Bakterienflora des Babys hat. Bei einem Kaiserschnittbaby ist es erstmal anders. Das Kaiserschnittbaby nimmt das Mikrobiom der Haut der Mutter auf und hat damit einen etwas schwierigeren Start ins Leben sozusagen. Es muss erst die Mikroben finden und aufnehmen können, die es wirklich braucht. Also was man weiß, ist, dass das Mikrobiom in die Entwicklung von Allergien, genauso wie auch in die Entwicklung von Fettleibigkeit etc. im späteren Lebensalter mit hineinspielt. Es ist interessant, wie sich das quasi verhält zwischen kaiserschnittentbundenen Kindern und Kindern, die auf natürlichem Weg geboren werden. Kaiserschnittgeborene haben ein erhöhtes Risiko für Krankheiten wie Leukämie, Diabetes und Allergien. Erik kam per Kaiserschnitt zur Welt. Seine ersten Jahre waren von gesundheitlichen Problemen geprägt. Im Alter von 7 Monaten ist das erste Mal aufgetaucht, dass der Erik Neurodermitis-Schübe hatte. Es ist dann auch im 2. Lebensjahr hinzugekommen, ein Asthma bronchiale. Und das aber in Abständen von, wir reden da sicherlich einmal im Monat. Und wir mussten sicherlich 3 bis 4 Mal im Jahr sind wir im Spital gewesen, wo wir dann auch so notarztmäßig eingeliefert wurden, weil er wirklich ganz blau geworden ist, weil er überhaupt keine Luft mehr bekommen hat. Und dann hat er natürlich auch Cortison und Sauerstoff gebraucht. Er hat jede Erkrankung, jeden Infekt hat er sicherlich mitgenommen, er war sehr häufig krank, also bis zum 6. Lebensjahr sehr häufig. Der Asthma-Spray musste immer zur Hand sein.
Tiere, Hausstaub, Impfungen, Sport. Vieles kann einen Anfall auslösen. Bei Tieren war das Symptom so, dass ich das erstmal als angeschwollen ist, dass ich hier so einen kleinen Ausschlag bekommen habe, dass ich rote Augen bekommen habe, die sehr stark jucken. Dann beim Hausstaub war es dann so, dass ich nur schlechte Luft kriege. Und beim Sport Asthma eben genauso. Wenn ich dann zu viele Runden laufe, dass ich dann merke, dann puh, jetzt kann ich irgendwie nicht mehr laufen, ich kriege keine Luft. Seit kurzem gibt es eine ungewöhnliche und simple Idee, die das Erkrankungsrisiko für Kaiserschnittgeborene möglicherweise senken könnte. Es gibt die Überlegung bzw. den Ansatz, dass wenn man weiß, dass es eine Kaiserschnittentbindung werden wird, dass man vorab der Mutter einen Tampon mehr oder weniger oder ein Mullbindenpaket, das zuerst angefeuchtet wird, in die Scheide einführt und dort für circa 2 Stunden liegen lässt und dann nach der Geburt quasi das Kind damit im Gesicht abreibt, um ihm denselben Keimschatz mitzugeben wie bei einer natürlichen Geburt. Allergien betreffen heute etwa jedes vierte Kind. Nahrungsmittel, Tierhaare und Hausstaubmilben sind häufige Allergene. An der Spitze jedoch stehen Pollen. Pollen als Allergene interessieren die Augsburger Ärztin und Mikrobiomforscherin Claudia Treidel-Hoffmann besonders. Sie ist selbst Allergikerin und widmet sich in ihrer Arbeit den Birkenpollen. Spannend ist, dass wir auch auf den Pollen Mikrobiomen gefunden haben. Also auch die Pollen haben ein Mikrobiom. Das konnten wir erst kürzlich publizieren. Und das Spannende ist, dass die nicht nur ein Mikrobiom haben, sondern dass das Mikrobiom auch noch speziesspezifisch ist. Das heißt also, der Birkenpollen hat ein Mikrobiom und der Graspollen hat ein Mikrobiom. Und die sind ganz unterschiedlich. Wir haben Pollen gesammelt nahe einer Straße und wir haben Pollen gesammelt irgendwo auf dem Land. Und der Pollen vom Land hat ein diverseres Mikrobiom im Vergleich zu den städtischen Pollen. Hier sieht man die Sporen, das wäre jetzt ein Pollen. Genau, hier ist nochmal ein Pollen. Das ist ja spannend, hier ist wahrscheinlich mit irgendwelchen Umweltschadstoffen noch belastet. Wahrscheinlich Rußpartikel mit drauf sitzend. Das heißt also, es kann sein, dass Mikroben auf den Pollen durchaus ein Pollen aggressiver, allergener macht und dass diese unterschiedliche Aggressivität auch noch von Umweltfaktoren wie urbane Faktoren oder ländliche Faktoren beeinflusst wird. Allergien beschäftigen auch die Münchner Kinderärztin Erika von Mutius, die an ihren Ursachen forscht. Mit einer über Jahrzehnte laufenden Serie von Studien trug sie wesentlich zu einem neuen Erklärungsansatz bei, der sogenannten Hygienehypothese. Die Zeit, wie ich anfing, war immer alles Risiko. Es heißt ja auch schon so schön, Risikofaktoren, auch epidemiologisch so definiert. Und wir haben eigentlich gesagt, nee, wir müssen eigentlich nach Schutzfaktoren suchen, weil das ist das, was wir verloren haben. An ihrem Arbeitsplatz einer Münchner Kinderklinik war sie schon vor 30 Jahren immer häufiger mit Kindern konfrontiert, die unter Asthma litten. Ist gut. Ich habe angefangen mit der wissenschaftlichen Arbeit in den 1980er Jahren, Mitte der 1980er Jahre, so als junge Doktorin. Und damals war die Welt eigentlich klar. Da hieß es ja, die Luftschadstoffe machen Asthma und Allergien. Und wir haben immer gedacht, naja, es ist einfach nicht dreckig genug, um das hier nachweisen zu können. Und wir haben immer davon geträumt, man müsste eigentlich in die DDR. Speziell das Braunkohlegebiet in Sachsen schien für die Studie geeignet. Die Kraftwerke hatten keine Filteranlagen. Es gab kaum Grenzwerte, keinerlei Umweltschutz. Und wie dann die Mauer fiel, haben wir gedacht, okay, jetzt versuchen wir es und haben über etwas abenteuerliche Wege Leute gefunden, die dann uns geholfen haben. Ein Stück schön in den Mund rein, Lippen schließen. So, und jetzt ganz ruhig ein- und ausatmen. Und nochmal ein und wieder aus. Die Kinder im Raum Leipzig wurden nach derselben Methode untersucht wie zuvor die Kinder in Bayern. Im smogbelasteten Osten litten 18% der Kinder in irgendeiner Weise an Allergien. Im Westen bei vergleichsweise sauberer Luft hingegen doppelt so viele. Wie wir die ersten Ergebnisse gesehen haben, haben wir gedacht, die haben die Daten falsch eingegeben. Wir haben das überhaupt nicht erwartet. Die These, dass Dreck in der Luft allergisch macht, stürzte damit wie ein Kartenhaus zusammen.
In dieser ersten Studie, die wir gemacht hatten, hatten wir einen Stadt-Land-Vergleich. Wir haben München verglichen und die Umgebung. Und wir haben gesehen, dass in dieser allerersten Studie das stärkste Signal war, wenn einer mit Holz und Kohle heizt, aber nicht im Sinn eines Risikos, sondern im Sinn eines Schutzes. Und das haben wir nicht verstanden. Schließlich erwähnte ein Schularzt beiläufig, dass er noch nie ein Bauernkind mit Asthma gesehen habe. Und dann haben wir gesehen, das sind die Bauernhöfe. Weil die Bauernhöfe haben ja einen Kachelöfen, die haben noch ihre Holzöfen und die heizen noch so. Und dann haben wir gesehen, aha, der eigentliche Effekt ist der Bauernhof. Der Bauernhof musste allerdings einen Stall mit Tieren haben. Die Kinder reiner Getreidebauern dagegen hatten eine ähnlich hohe Allergierate wie die Städter. Wir wissen von unseren Studien in Europa, dass es zwei Faktoren sind, die diesen Bauernhofeffekt ausmachen. Das eine ist der Stallkontakt, Tierstall. Und da muss es immer irgendwie eine Kuh dabei sein. Also Schafe allein oder Ziegen allein reicht nicht. Es muss immer eine Kuh sein. Am besten ist, wenn es Kühe und Schweine und Geflügel und vielleicht noch Pferde oder sowas sind. Also möglichst viele Tiersorten. Dr. von Mutius und ihre Mitarbeiter machten sich auf die Suche nach dem rätselhaften schützenden Wirkstoff aus dem Stall. Zunächst tippten sie auf einige spezielle Bakterien im Heu, im Mist oder im Staub. Doch die Suche nach der Nadel im Heuhaufen war nicht erfolgreich. Es gibt kein Wunderbakterium, wichtig ist die Vielfalt. Also wir wissen, das sieht man ja auch schon, das ist ein Gemisch. Und es ist nicht nur ein Bakterium, sondern es sind viele Faktoren, die da drin sind. Es ist wahrscheinlich ein bestimmter Cocktail von guten, schützenden Substanzen. Harald Renz ist Leiter der Abteilung für Labormedizin an der Universität Marburg. Er untersuchte die möglichen schützenden Eigenschaften der Stallbakterien im Tierversuch. Wir haben zunächst mal hier bei uns in den Asthma-Modellen, die wir hier haben, verschiedene Kandidatenkeime getestet, die isoliert worden sind aus diesen Bauernhofstäuben, aus den Ställen von Frau von Mutius. Was wir jetzt wissen wollen, ist, ob zwischen diesen beiden Faktoren, also dem Allergie-Asthma-Schutz und diesen Keimen, wirklich eine kausale Beziehung besteht. In der Studie bekam ein Teil der Mäuse den in Wasser gelösten Stallstaub in die Nase getropft. Anschließend wurden alle Tiere einem Sprühnebel von Substanzen ausgesetzt, die Asthma auslösen. Darauf reagierten die unbehandelten Tiere mit einer typischen Entzündung der Lungenbläschen. Ganz anders jedoch die Mäuse, die die Prise Mist erhalten hatten. Sie waren vor Asthma geschützt. Und was noch spannender ist, ist die Beobachtung, dass das sogar über die Generationen hinweg funktioniert. Das heißt, wenn eine schwangere Maus diesen Keim während der Schwangerschaft inhaliert, schützt sie damit ihre Kinder, ihre Nachkommen. Das heißt, wir haben hier einen transgenerationalen Effekt von einer Generation auf die nächste. Neben dem Stallstaub fand Erika von Mutius noch einen zweiten, ebenso wichtigen Schutzfaktor am Bauernhof. Frische, unbehandelte Rohmilch. Die Rohmilch wird ja nicht erhitzt. Und durch das Erhitzen verändert man ja ganz viel. Also Eiweiße verändern ihre Form, ihre Struktur oder gehen ganz kaputt. Ich denke, wir brauchen eine neue Art und Weise, wie man diese Milch zubereitet. Dass man nicht so viel Hitze anwendet, dass man sie möglichst natürlich belässt, möglichst in ihrer eigentlichen Form, aber sicherstellt, dass die krankmachenden Bakterien draußen sind. Weil naturbelassene Rohmilchprodukte leichter verderben, gerieten sie ins Visier der Hygienebehörden. Außerdem kann Rohmilch Krankheitserreger wie Salmonellen oder Listerien enthalten, die beim Pasteurisieren unschädlich gemacht werden. Der Verkauf von Rohmilch ist heute in den meisten EU-Staaten streng reglementiert. Und ich glaube, der Bauerneffekt ist so stark, weil für jeden ist ein bisschen was drin. Der eine braucht wahrscheinlich die Mikrobe und der andere braucht die Mikrobe und alle turnen das Immunsystem an. Und ich glaube, diese Vielfalt macht aus, dass der Effekt so stark ist. Weil ich glaube, ne, es ist wie beim Weihnachtsmann in seinem Sack, da ist für jeden was drin. Gesunder Schmutz. Ein neuer Ansatz in einer Welt, die von Hygiene geprägt ist. Alle Bakterien zu beseitigen ist aber übertrieben. Denn nur die wenigsten sind krankheitserregende Keime. Keine Frage. Desinfektion ist unerlässlich, um offene Wunden zu schützen und außerdem in Krankenhäusern und auf Intensivstationen. Es kann aber auch zu viel des Guten sein.
Also Intensivstationen sind sehr schwierige Bereiche, mikrobiell gesehen, weil es natürlich das Bestreben gibt, die Mikroorganismen dort unter Kontrolle zu halten. Das passiert durch Desinfektionsmittel, Hygienemaßnahmen, die natürlich absolut sinnvoll sind, um die Ausbreitung von Infektionen einfach zu verhindern. Doch was dann passiert, ist eigentlich, dass sich die Mikroorganismen, die überleben, anpassen. Und es überleben letztendlich die Mikroorganismen, die genau sich dagegen bewaffnet haben, die Überlebensspezialisten sozusagen. Letztendlich führt das Ganze zu einer Anhäufung von Resistenzen in den Bereichen, also eher das, was man nicht so gerne möchte. Mit der Erfindung des Penicillins wurde den Bakterien ein Kampf angesagt, dessen Folgen revolutionär waren. Krankmachende Erreger zu beseitigen, hat unzählige Infektionen geheilt und Leben gerettet. Doch Antibiotika richten sich meist gegen mehrere Bakterienarten und vernichten im Darm auch jene, die die Gesundheit fördern. Agnes Wechsler-Fördisch ist Hygieneärztin und Antibiotikaspezialistin im Wiener Krankenhaus Rudolf-Stiftung. Antibiotika sind sehr spezielle Medikamente. Im Gegensatz zu anderen Medikamenten heilen sie. Antibiotika haben aber auch eine Eigenschaft, die kein anderes Medikament hat. Antibiotika machen Resistenzen. Und das heißt, diese Resistenz betrifft nicht nur den Patienten, der das Mittel bekommen hat, sondern weil sich diese Erreger ja auch überall ausbreiten, betrifft die Resistenzentwicklung nicht nur den Patienten, sondern das Krankenhaus und in weiterer Folge auch die gesamte weitere Umgebung bzw. auch weltweit. Hier wachsen E. coli-Bakterien auf einem Nährboden. An den Rändern links gibt es kein Antibiotikum. Dort wachsen die Bakterien rasch. Der Bereich dazwischen ist mit einem Antibiotikum versehen, was das Bakterienwachstum zunächst bremst. Doch schon nach kurzer Zeit mutieren die Bakterien und bilden eine Resistenz, mit der sie sich über das Antibiotikum hinwegsetzen. Zur Mitte hin verzehnfacht sich die Antibiotikadosis mit jedem Abschnitt. Doch der Kampf ist bereits entschieden. Ein Kampf, der besonders dem Mikrobiom im Darm der Patienten zu schaffen machen kann. Wir wissen, dass jegliche Antibiotikagabe unser Mikrobiom verändert. Was wir immer wieder auch im Spital sehen und was zunehmend in den letzten Jahren auch an Bedeutung gewonnen hat, ist ein Erreger, das Clostridium difficile, das sozusagen ein Marker für ein gestörtes Mikrobiom ist. Es hat am nordamerikanischen Kontinent vor einigen Jahren riesige Ausbrüche mit Clostridium difficile gegeben. Und in einer der Publikationen hat man gesehen, obwohl die massive Hygienemaßnahmen ergriffen haben, also Einzelzimmerisolierung, sofortige Entdeckung, Hygienemaßnahmen mit spezieller Desinfektion, sind die Zahlen weiter angestiegen. Erst als man dann gleichzeitig begonnen hat, auch die Antibiotikastrategien zu ändern, indem gewisse Produkte, Breitspektrumpräparate, nicht mehr verwendet werden durften, sondern wirklich nur, wenn es keine andere Alternative gab, sind diese Zahlen wieder zurückgegangen. Aggressive Hygiene schafft resistente Keime. Ein Problem, das neben Intensivstationen auch Operationssäle betrifft. Resistente Erreger können in offene Wunden gelangen und große Schäden anrichten. Rupert Hauer wurde 2011 am Knie operiert. Doch Heilung wollte sich auch Wochen danach nicht einstellen. Das Knie war immer geschwollen, es war immer überwärmt, es ist einfach nicht gesund worden. Im Krankenhaus erkennen die Ärzte zunächst nicht, dass die schlechte Heilung auf einen resistenten Erreger zurückzuführen ist. Ja, das braucht Zeit und sie müssen ein bisschen warten und müssen Geduld haben. Und das braucht Zeit, aber mit der Zeit ist es so schlecht geworden, dass ich dann nicht einmal mehr gehen habe können, nichts mehr. In einem anderen Krankenhaus entdecken die Ärzte schließlich den Keim und behandeln ihn mit einer intensiven zweimonatigen Antibiotikatherapie. Ich habe es dann so weit gehabt, noch 3-4 Tage, dass ich immer schlafen habe müssen. Essen war Katastrophe, weil der Magenschutz nicht mehr geholfen hat. Die Behandlung wirkt schließlich. Nachdem die Entzündung abgeklungen ist, wird ihm eine spezielle Knieprothese implantiert. Doch das Knie kann er nicht mehr abwinkeln. Ich kann meiner Arbeit nicht mehr nachgehen. Also ich bin Zimmerer gelernt und ich kann wieder wo aufsteigen, auf ein Dach, auf eine Leiter. Ich kann keinen Fußball nicht mehr verlegen, weil ich mich nicht niederknien kann. Es leidet auch dann das Familienleben. Seine Frau lässt sich scheiden und im Krankenstand kündigt ihm sein Arbeitgeber.
Heute hilft er seinem Sohn im bäuerlichen Betrieb mit kleinen Arbeiten. Ein Schicksal, das vielleicht vermeidbar gewesen wäre. Im Prinzip ist es so, dass man eigentlich propagieren muss, auch auf den Intensivstationen noch öfter das Fenster zu öffnen und einfach gesunde Mikroben reinzulassen, einfach um die resistenztragenden Mikroorganismen so ein bisschen zu verdünnen und ihnen nicht die Möglichkeit geben, sich weiter zu entwickeln in dieser Umgebung. Es gibt ganz interessante Studien aus Italien zum Beispiel, die im Krankenhaus als Reinigungsmittel Bacillus gespickte Mittel verwenden. Sie verteilen also, das sind lebensmittelverträgliche Mikroorganismen im Krankenhaus ganz gezielt und sehen enorme Auswirkungen auf die geringere Resistenzentwicklung bei den Mikroorganismen. Es geht auch in den anderen Wegen. Man muss nicht nur Mikroben töten, umbringen, wegmachen, sondern kann auch einfach gute Mikroorganismen dorthin tragen, wo man ein Problem hat. Ein Forschungsfeld, das auch für die Arbeit im All von Bedeutung ist. Christine Meusel-Eichinger arbeitet mit den Wissenschaftlern der Internationalen Raumstation ISS am Mikrobiom der Menschen und Pflanzen. Die Internationale Raumstation ist natürlich das Biotop des Menschen, das am meisten von außen abgeschottet ist. Das heißt letztendlich, das Mikrobiom, die mikrobielle Gemeinschaft in der Internationalen Raumstation ist nur durch den Menschen geprägt. Und das zu kontrollieren und im gesunden Zustand zu erhalten, ist relativ schwierig. Auch hier gilt das Gleiche wie bei der Intensivstation. Je mehr wir eingreifen, je mehr wir regulieren wollen mit Desinfektionsmitteln und so weiter, umso stärker entstehen Resistenzen. Mikroorganismen reagieren auch auf Schwerelosigkeit. Sie reagieren auch auf erhöhte Strahlung. Sie reagieren auf diesen Stress dieser Raumfahrt. Noch dazu wissen wir, dass die Astronauten auch reagieren. Das heißt, ihr Immunsystem ist schwächer als sonst und sie sind damit empfänglicher gegenüber Infektionen. Wir haben also eine stärker werdende oder sich bewaffnende mikrobielle Gemeinschaft, die aber schwächeren Astronauten gegenübersteht. Und wir arbeiten daran zu verstehen, was machen die Mikroorganismen, wie haben sie sich genau angepasst, welche Eigenschaften besitzen sie, wie lange überdauern sie zum Beispiel und wie kann man damit umgehen, wie kann man sie ein bisschen regulieren oder steuern letztendlich, um die Gesundheit der Crew natürlich zu garantieren. Resistenzen sind für den Bakterienmaler Erich Schopf künstlerisches Stilmittel. Auf seinen Bildern kreieren sie Vorhöfe und Umrandungen. Hier malt er mit Bakterien des menschlichen Bioms. Das Rot ist ein Darmbakterium, die anderen stammen von der Haut. Jeder Organismus, der so zu einem Biom gehören kann, soll durch eine Person, es geht um das Biom des Menschen, verkörpert werden. Und zwar ist nicht eine detailgetreue Zeichnung einer Person, sondern schemenhaft Umrisse, Silhouetten, bisschen geheimnisvoll, ja, so wie das ganze Biom ja heute noch ist. Man kennt einfach nicht alle Details. Und natürlich auch die Interaktion nun von den einzelnen Biomen mit der Umwelt, die unterschiedlich ausfallen kann. Der eine ist immer resistenter, der andere weniger resistent. Und diese Auren zum Beispiel, die Flammenaure ganz im Besonderen, soll das verkörpern. Und die anderen Organismen, die ein bisschen scheinbar unterdrückt sogar erscheinen mögen, ja, das ist einfach, dass die mit der Umwelt einfach einen härteren Kampf auszufechten haben. Das ist einfach die Realität. Es gibt Leute, die haben alle Augenblick irgendwas. Ja, die sind ewig gesund. Die Zusammensetzung unseres Mikrobioms spielt auch auf der Haut eine entscheidende Rolle. Besonders Patienten mit Neurodermitis bekommen das zu spüren, denn betroffene Hautstellen weisen immer ein großes Ungleichgewicht der bakteriellen Zusammensetzung auf. Claudia Treidel-Hoffmann forscht an bakterieller Medizin. Wir haben ein Modell, wo wir Entzündungen induzieren auf der Haut, durch Pollen zum Beispiel oder durch Nickel. Und dann versuchen wir, diese Entzündung zu blockieren durch gängige Dinge wie Cortison zum Beispiel, aber eben auch als Kontrolle oder als die Substanz mit unseren Prä- oder Probiotika. Probiotika sollen einen unbeliebten Keim eindämmen, den Staphylococcus aureus, ein fixer Bewohner erkrankter Hautregionen. Und da haben wir einige Substanzen gefunden, die in der Tat in der Lage sind, sowohl diese Entzündung zu hemmen, also präventiv tätig zu sein. Wir tun die schon vorher drauf, bevor wir das Ekzem induzieren. Und wir machen es aber auch so, dass wir dann danach das noch drauf auf die Haut geben. Und es scheinen Substanzen zu sein, die sowohl
präventiv, also Vorsorge betreiben können, als auch wirklich therapeutisch wirksam sein können. Eine Salbe ist bereits in Entwicklung, die so gut wirkt wie schwaches Cortison. Ein Lichtblick am Anfang der Therapien mit Probiotika. Im Moment stehen uns eigentlich nur eine Handvoll verschiedener Mikrobenstämme zur Verfügung, die man gezielt und ohne Risiko einsetzen kann. Das heißt, wir müssen neue Probiotikastämme finden, die die idealen Funktionen erfüllen und die dann auch noch im Darmmikrobiom zum Beispiel Fuß fassen und dort bleiben und ihre Funktion optimal ausüben. In Graz gibt es erste Studien, in denen unbedenkliche Bakterienstämme als Medikament eingesetzt werden. Leopold Ressel leidet an Diabetes Typ 2, ist übergewichtig und muss täglich mehrere Male Insulin spritzen. Er nimmt an einer Studie mit Probiotika teil. Auf die richtigen, guten, kalorienhaltigen Sachen verzichten halt, ne? Muss man verzichten, ne? Wenn man länger leben will. Weil Diabetes tut nicht weh. Und macht ihr trotzdem kaputt. Regelmäßig wird er von der Leberspezialistin Vanessa Stadelbauer Kölner untersucht. Eine Insulinresistenz hat in der Leber ihren Anfang. Bei Übergewichtigen produzieren überschüssige Fettzellen Hormone, die in der Leber Entzündungen und Insulinresistenz verursachen. Beim Diabetes Typ 2, von dem wir da sprechen, also das sind die erwachsenen Menschen, die übergewichtig sind und irgendwann ist dann die Bauchspeicheldrüse erschöpft und kann nicht mehr genügend Insulin produzieren. Und unsere Theorie ist jetzt, dass wenn wir das Ganze von der Seite des Darm her angehen sozusagen, wenn wir die Darmbarriere verbessern können, wenn dann wieder weniger Einstrom von bakteriellen Produkten in den Körper stattfindet, dass sich das Ganze dann beruhigt und die Insulinresistenz abnimmt. Patienten wie Leopold Ressel trinken morgens und abends eine Dosis Lebendbakterien in Pulverform. Die Studie ist noch nicht abgeschlossen, doch Leopold Ressel sieht schon jetzt deutliche Verbesserungen. Ich tue in der Früh und am Abend spritzen. Ne? Und wenn ich in der Früh recht schön war, habe ich auf die Spritzen verzichtet, ne? Weil es einfach schön war, die Zuckerwerte. Ne? Das hat sich aber dann auch den ganzen Tag hin, es sind nie so hohe Spitzen zusammengekommen. Ne? Und weil ich dann zwei, dreimal gemessen oft, ne? Weil man gedacht hat, vielleicht hat das Messgerät nicht richtig funktioniert. Ne? Oder war der Finger ein bisschen, weiß nicht. Und dann hat es aber lange gehalten, den ganzen Tag über. Auch Michael Smolnicker hat an einer Studie mit Probiotika teilgenommen. Vor 8 Jahren nahm bei ihm die Infektanfälligkeit plötzlich stark zu. Er litt an Drehschwindel. Schließlich bekam er die Diagnose Leberzirrhose. Seine Ärzte rieten ihm zur Transplantation. So wie ich das erste Mal gegangen war, haben sie gesagt, ja, ich brauche nur sagen ja, und ich stehe auf der Liste rum, gell? Und das war ein Kampf, muss ich sagen, gell? Die Familie hast du auch und alles. Also da geht das schon psychisch was ab, boah, Teufel hörst, gell? Ich will Großvater werden, ich will meine Tochter noch heiraten, und wer weiß, am Anfang hat es gesagt, na ja, unten ist mir schon beinahe gesagt worden, wenn's, vielleicht leben sie noch 5 Jahre, ne? Michael Smolnicker hat an einer Studie teilgenommen und ebenfalls regelmäßig Probiotika genommen. Ja, also man sieht nach wie vor, dass der Leberrand nicht ganz glatt ist, sondern dass er da so Wellen macht. Sehen Sie das? Und auch die Untersuchungen haben gezeigt, dass die guten Bakterien seine Darmwand wieder dichter gemacht haben. So kommen weniger ungünstige Bakterien in die Leber, eine Erleichterung für das überforderte Organ. Und die bakteriellen Helfer können noch mehr. Bei Lebererkrankungen im Darm haben wir eine Überwucherung mit schlechten Keimen. Und es gibt bestimmte Probiotika, die können dann die Darmzellen so aktivieren, dass sie Substanzen produzieren, die diese schlechten Keime oder eben die Giftstoffe, die diese schlechten Keime produzieren, wieder aufspalten können. Heute geht es Michael Smolnicker wieder gut. Und das ohne Lebertransplantation. Das Probiotikum hat ihm auch beim Abnehmen geholfen. Er fühlt sich wohl. Im Laufe der Zeit ist es mit mir bergauf gegangen. Ne? Also jetzt gibt es kein Thema, da weiß, dass das einmal noch ein Transplant, da müsste sich akut was verschlechtern. Gell? Und das ist das Positive an der ganzen Sache. Und da freut man sich schon sehr. Gell? Die Infektanfälligkeit ist weg, ne? Kann ich sagen. Gott sei Dank. Also
haben die Leute laufen mit Grippe und dann Infekt von den Luftwegen und alles, oder Magen-Darm-Infekte. Ich bin gefeit fast. Ne? Bakterien als kleine Helfer mit großer Wirkung. Doch die gesundheitsfördernden Mikroben siedeln sich, als Getränk zu sich genommen, nicht dauerhaft im Darm an. Ihre Wirkung ist nur vorübergehend. Wir haben uns angeschaut, eben, wie sich das Stuhlmikrobiom verändert. Und wir sehen positive Effekte vom Probiotikum. Aber dann nach sechs Monate nach Absetzen haben wir dann wieder untersucht, haben wir diese Effekte nicht mehr gesehen. Also es ist anzunehmen, dass das Probiotikum sich nicht ansiedelt im Darm, sondern einfach dann auf natürlichem Weg wieder ausgeschieden wird. Das heißt, man wird eine dauerhafte Zufuhr brauchen oder eventuell eine Zufuhr in Form von Kuren, dass man dann zum Beispiel einen Monat Pause machen kann oder 2 Monate und dann wieder weiter einnehmen muss. Doch wäre es nicht möglich, mit seiner Ernährung ein beständiges Milieu zu schaffen, in dem sich gesundheitsfördernde Bakterien wohlfühlen? Der renommierte Londoner Arzt und Genetikforscher Tim Spector hat bemerkt, dass Rohmilchkäse einen positiven Effekt auf die Gesundheit haben könnte. Franzosen essen doppelt so viel Käse wie Engländer oder Österreicher. Und sie leiden seltener beispielsweise an Herzerkrankungen. Ich habe mich also gefragt, kann ich meine Mikrobengemeinschaft im Darm mit einer Käsekur verändern? Zum Frühstück habe ich Brie gegessen, zu Mittag gab es Roquefort und am Abend ein großes Stück Epoisse, den am intensivsten riechenden der drei. Dazu habe ich ein Glas Rotwein getrunken, ein Essen nach meinem Geschmack. Auf der Rinde der Käse tummeln sich aber nicht nur die käseeigenen Bakterien, sondern auch die aus dem Raum, in dem sie gelagert werden, und kleine Insekten, sogenannte Käsemilben. Der ganze Käse ist also eine wohlschmeckende Kolonie an Lebewesen, die extrem gut für den Darm ist. Tim Spectors Sohn Tom startet parallel zum Käseselbstversuch seines Vaters eine Fastfood-Kur. Den Wissenschaftler interessiert, wie groß der Einfluss verschiedener Lebensmittel und Speisen auf das Darmmikrobiom ist. Ich habe das Junkfood-Experiment mit meinem Sohn gestartet, um herauszufinden, warum Fastfood schlecht ist. Wir wissen, dass es schlecht ist und Fettleibigkeit begünstigt, aber niemand hat einen genaueren Blick auf die Effekte auf das Darmmikrobiom geworfen. Wir waren die Ersten, die so ein Junkfood-Experiment in so einer kurzen Phase gemacht haben. Wir wussten nicht, ob 2, 5 oder 10 Tage dafür ausreichen würden. Da entschieden wir, dass 10 Tage eine angemessene Zeitspanne sind, die interessante Ergebnisse liefern kann. 10 Tage lang ernährt sich Tom Spector ausschließlich von 2 Angeboten einer Fastfood-Kette. Das hier war alles, was ich in den 10 Tagen essen durfte. Ich konnte wählen zwischen dem Chicken Nuggets oder dem Big Mac-Menü. Du hast eigentlich recht zuversichtlich gewirkt, als ich dich das erste Mal gefragt habe, ob du am Experiment teilnehmen würdest. Ich dachte nicht, dass es so schwer sein würde, wie es dann schließlich war. Ich war oft sehr müde. Ich dachte, ich wüsste genau, was ich meinem Körper zumute. Ich habe ihn abhängig gemacht mit hyperglykämischen Mahlzeiten, wegen denen mein Blutzuckerspiegel regelmäßig durch die Decke ging. Das Ergebnis des Fastfood-Experiments hat gezeigt, dass ich in den 10 Tagen 1400 Bakterienarten verloren habe. Das waren 40% meiner Darmflora. Das war schockierend. Wir wussten, dass sich etwas ändern würde, aber nicht in einer so verheerenden Art und Weise in schon so kurzer Zeit. Wir wissen nicht genau, wie diese Effekte zustande kommen, denn jede Mikrobe ist auf die Verwertung gewisser chemischer Verbindungen im Essen spezialisiert. Was wir aber wissen, wenn man den Nachschub an Stoffen in der Nahrung für eine große Gruppe der Bakterien stoppt, können sie gar nicht anders, als die künstlichen Bestandteile im Essen vertilgen.
So wachsen die ungünstigen Bakterien, die normalerweise von den Guten in Schach gehalten werden. Wenn die natürlichen aus gesunder Nahrung aber fehlen, kommt das Ökosystem im Darm aus dem Gleichgewicht. Schon nach 3 Tagen Käsediät kann er Veränderungen seines Mikrobioms nachweisen. Die Ergebnisse meines Versuchs haben gezeigt, dass meine Darmbakterien gesünder wurden. Die Zusammensetzung hat sich nicht groß verändert, aber die Leistung meiner Darmbakterien war besser. Wenn man Käse oder Joghurt isst, siedeln sich die Bakterien, die darin enthalten sind, zwar nicht permanent an, aber sie verhalten sich wie gut zahlende Touristen. Während ihres Urlaubs erbringen sie kurzfristige Leistungen. Sie helfen der lokalen Bevölkerung. Aber sie verändern nichts Grundlegendes, außer man isst sie weiter. Solch eine Käsediät ist für viele bereits kranke Patienten keine Option. Andreas Kringer leidet seit Jahren an Colitis ulcerosa, einer schmerzhaften, entzündlichen Darmerkrankung. Wie ich das als Jugendlicher bemerkt habe, dass dieser Drang vorhanden war, so oft aufs Klo zu gehen, dass Blut dabei war. Man hat den ganzen Tag eigentlich immer das Gefühl, man hat Bauchweh. Und wenn man aufs Klo gehen muss, dann hat es mit Krämpfen zu tun. Dann sitzt man am Klo und die Tränen rinnen einen runter. Sich jemandem anzuvertrauen, ist ganz, ganz schwierig. Ja. Also ich habe den Mut nicht gehabt, es frühzeitig jemandem zu erzählen. Der wirklich schwere Schub ist dann, sage ich einmal, 2011 gekommen. Da haben auch die Standardmedikamente, die ich genommen habe, das waren Cortisonpräparate in, sage ich mal, sehr großen Dosen und über sehr langen Zeitraum, auch nichts mehr geholfen. Viele Bereiche seines Darms waren schwer entzündet. Er war so verzweifelt, dass er sich den Großteil des Darms operativ entfernen lassen wollte. Da hörte er von der Stuhltransplantation, einer Behandlung, bei der Stuhl eines Gesunden in den kranken Darm eingebracht wird. Die Grazer Uniklinik gehört zu den Pionieren dieser Methode. In Andreas Skringers Fall ist die Spenderin seine Frau. Die wichtigste Frage ist sicher, ob der Spender gesund ist, weil man will ja keine bösartigen Keime transplantieren, sondern eine gesunde Mikroflora. Deswegen ist auch diese Spenderabklärung so gewissenhaft durchzuführen. Von der Stuhlmenge ist es eigentlich eine normale Stuhlportion. Prinzipiell je mehr, umso besser, muss man sagen. Christoph Högenauer, Gastroenterologe an der Universitätsklinik Graz, führt die Stuhltransplantation durch. Eine Behandlung, die in Zukunft breiter eingesetzt werden könnte. Diese Erkrankungen sind sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen häufiger geworden. Man muss dazu sagen, die Ursache kennt man nicht genau. Man weiß, es ist eine gewisse Fehlfunktion des Immunsystems, wo das Immunsystem gegen Bakterien im Darm reagiert, gegen die Darmschleimhaut reagiert. Und da kann natürlich sein, dass durch unsere Lebensweise gewisse Bakterien sich dort vermehrt ansiedeln, die Entzündungen fördern. Das ist das Ziel, wo wir mit dieser Therapie ansetzen wollen, dass wir diese Bakterien, die vermehrt Entzündung verursachen, zu ersetzen oder zu verdrängen. Ein gesunder Darm ist rosig mit durchscheinenden Blutgefäßen. Der Entzündete unterscheidet sich drastisch. Der Stuhl, mit dem hat sich nie jemand gerne beschäftigt in der Medizin. Am Anfang hat man noch ein bisschen drüber gelächelt, aber man hat dann gesehen, das ist wahnsinnig effektiv und gewisse Patienten kann man nicht anders behandeln. Und also sagen wir so, vor 10, 15 Jahren hätte ich mir nicht vorgestellt, das zu machen. Die Stuhltransplantation hat Andreas Kringers Leben grundlegend verbessert. Und der Effekt ist dauerhaft. Ich habe dann eine Transplantation gehabt, das war an einem Freitag. Am Samstag, einen Tag später, bin ich von 20 bis 25 Stuhlgängen am Tag, sage ich mal, auf einmal runtergekommen. Okay. Ich glaube, das ist jetzt schon über 3 Jahre her oder fast 4 Jahre, dass es eigentlich ohne Komplikationen gelaufen ist. Ich habe alles normal weitermachen können, wie ich es erwartet habe. Also ich kann alles essen, ich kann alles trinken und das ist Lebensqualität, ja. Weltweit versuchen Wissenschaftler, die Geheimnisse des Mikrobioms zu entschlüsseln. Eine Herausforderung, denn viele Bakterien sind nur unter Luftabschluss lebensfähig.
Das größte Problem ist, dass wir die meisten Mikroorganismen nicht kultivieren können. Also im Moment sind wir etwa bei 1% aller Mikroben in einem bestimmten Habitat, die wir untersuchen können in Kultur, das heißt im Labor wirklich damit arbeiten können. Die restlichen 99% bleiben uns noch verborgen. Das heißt, wir haben nicht herausgefunden, was die zum Leben brauchen, um sie im Labor züchten zu können. Sie brauchen natürlich die anderen Mikroorganismen zu interagieren. Sie brauchen auch diese speziellen Bedingungen im Darm zum Beispiel, die sehr schwer nachzustellen sind im Labor. Doch auch wenn man erst einen Bruchteil kennt, die Wissenschaft hegt große Erwartungen an das Mikrobiom, auch für Therapien. Mit ihm hat die Medizin ein neues Organ gefunden, das fast alle Bereiche der Gesundheit betrifft. Die Forschung rund um unsere individuelle Bakteriengemeinschaft wird auch in der Analysetechnik an Bedeutung gewinnen. Es wird in zwei Richtungen gehen, vermute ich. Einerseits ist die verbesserte Diagnostik bestimmt ein großer Schritt vorwärts. Wir sehen zum Beispiel die enorme Power in der Mikrobiomanalyse, wo wir lesen können, ob eine Person Vegetarier ist oder ob ein Raucher ist oder wirklich unter schwerwiegenden Dysbiosen leidet. Das Mikrobiom hat also auch eine diagnostische Eigenschaft. Wir können uns vielleicht in Zukunft viele Blutanalysen oder Krebsmarkeranalysen vielleicht sogar sparen, indem wir einfach nur unser Darmmikrobiom oder unser Mundmikrobiom anschauen, weil die Mikroorganismen letztendlich ein Spiegel sind unserer eigenen Gesundheit. Auf künstlerischer Ebene stehen womöglich auch noch Überraschungsfunde aus. Erich Schopf ist optimistisch. Zu entdecken gibt es praktisch immer wieder was. Und das wird vermutlich eine nie enden wollende Geschichte sein. Also praktisch, wird immer wieder was neuer Organismus entdeckt, neue Eigenschaften entdeckt. Und das ist das Schöne daran, dass es immer und immer was zum Entdecken gibt.